Amazon hat in der Bestseller-Kategorie einige Webcams im Angebot, die wirklich sehr viele Bewertungen haben und sehr günstig sind. Aber taugen diese Webcams etwas? Schauen wir uns mal die Bestseller-Kategorie an. Die findest du unter Computer und Zubehör. Da haben wir hier eine Jellycomp Webcam mit 2549 positiven Bewertungen. Für 32 Euro, das ist echt ein Wahnsinnspreis. Und hier haben wir weiter unten die nächste Webcam, die nach Amazons Wertung kommt, mit 12.409 Bewertungen für 48 Euro und mit 4 vollen Sternen. Das ist im Vergleich zu anderen wesentlich teureren Logitech-Kameras ein wirklich sehr günstiger Preis. Und ich möchte dir in diesem Video zeigen, wie diese zwei Webcams, die ich mir da ausgesucht habe, tatsächlich funktionieren, wie gut sie sind, welches Bild sie haben und wie die eingebauten Mikrofone dieser Webkameras funktionieren. Starten wir doch gleich mit der Webcam, die du hier in diesem Bild sehen kannst. Das ist nämlich diese günstige Aoki Webcam mit 1080p. Und du siehst schon im kleinen Bild, dass sie durchaus sehr gut aussieht vom Bild her. Den Ton nehme ich allerdings gerade über mein HyperX Solocast Mikrofon auf und ich werde dir gleich sofort auch sagen, warum ich das mache, denn wir schalten eben kurz auf die Webcam. Ja, und hier siehst du das Videobild der Webcam original in voller Full HD Größe und du hörst mich über das eingebaute Mikrofon der Webcam. Du hörst hier ein sehr, sehr, sehr starkes Grundrauschen. Ich frage mich, warum nur? Denn das muss ja alles gar nicht sein. Denn hier beispielsweise das Jellycomp, welches ich gleich hier nochmal vergleichen werde und auch die Webcam des MacBook Pro vergleichen werde, die haben alle ein rauschfreies Mikrofon. Von daher, die Qualität dieser Aoki Webcam ist gar nicht mal so schlecht und wenn man hier jetzt ein anderes Mikrofon wählen würde, dann wäre die Webcam an sich für diese 32 Euro, die sie eigentlich nur kostet, tatsächlich gar nicht mal so übel. Du hast ein sehr, sehr breites Bild, also die Kamera ist jetzt so ungefähr, keine Ahnung, 50 cm von mir entfernt und du siehst wirklich sehr viel vom Raum. Du siehst, dass hier meine Vorbereitung für den Raum gar nicht so machbar wäre. Nur der Ausschnitt, den ich gerne zeigen würde, zu sehen ist. Höchstens, wenn ich wirklich ganz, ganz nah vor die Kamera gehe, selbst dann kriege ich das nicht vernünftig hin. Also das ist hier wirklich eine sehr, sehr, sehr weitwinklige Kamera, die, viel von deinem Hintergrund dann auch zeigen wird. Ich habe hier eine sehr starke Beleuchtung aus zwei Leuchten. Ich will das mal simulieren, indem wir ein bisschen die Beleuchtung reduzieren. So würde ich ungefähr das Licht tatsächlich bei einer Webkamera in einer Webkonferenz benutzen. Und ich muss schon zugeben, die Kamera an sich ist nicht schlecht. Das Einzige, was daran hier wirklich doof ist, ist das Mikrofon. Du könntest jetzt natürlich hingehen und das interne Mikrofon von deinem MacBook benutzen. Das hat natürlich in Zoom-Konferenzen einen ganz großen Nachteil, nämlich dass hier Rückkopplungen entstehen können, denn der Lautsprecher und das Mikrofon sind sehr nah beieinander und immer wenn das passiert, gibt es eben Rückkopplungen. Das wäre hier an diesem Mikrofon in der Kamera wirklich sehr gut gewesen, wenn denn das Mikrofon nicht so ein starkes Rauschen hätte. Zweite Sache bei der Kamera, wie du schon gesehen hast, je nachdem wie sich die Belichtung ändert, ändert die Kamera das Licht. Und das ist natürlich nicht ganz optimal. Also für echte Videoaufnahmen solltest du diese Kamera definitiv nicht benutzen. Für Zoom-Calls und für Videokonferenzen reicht die natürlich völlig aus. Idealerweise benutzt du dann auch noch ein externes Mikrofon, wie hier das HyperX Solocast und dann hast du auch eine sehr gute Audioqualität. Zur Not kannst du, wie gesagt, weil du es wahrscheinlich bisher auch so benutzt hast,
das eingebaute Mikrofon deines Laptops benutzen, dann hast du auch kein Rauschen. Hier siehst du mal den direkten Vergleich zu der eingebauten Webcam von meinem MacBook Pro 2019er Baujahr. Du siehst ganz, ganz deutlich, wie schlecht die eingebaute Kamera vom MacBook ist. Also im Vergleich zu dieser Kamera ist die Aoki Webcam durchaus tatsächlich tauglich. Ja, die ist relativ klein und passt auch in jede Tasche, so dass du hier für Webkonferenzen so eine Kamera tatsächlich auch für 32 Euro kaufen kannst. Wie gesagt, die Mikrofonqualität, das ist eben das Problem bei dieser einen Aoki Webcam. Deswegen will ich dir gleich mal diese Jellycomp nochmal zeigen. Die war ja bei Amazon tatsächlich auf Platz 2 in der Computer- und Zubehörkategorie gelistet. Der Fairness halber mache ich jetzt nochmal ein bisschen mehr Licht, damit wir sehen, wie die Kamera des MacBook Pro aussieht, wenn genügend Licht da ist. Und selbst dann ist die Kamera wirklich schlecht. Das heißt, theoretisch ist egal, welche Kamera du von Amazon kaufen solltest, die ist besser als die Kamera von deinem Laptop. Denn die Kameras in den Laptops sind meistens richtig, richtig schlecht. Und das siehst du jetzt anhand von diesem Beispiel tatsächlich 1:1. Ja, das ist jetzt die Kameraqualität der Jellycomp Webcam. Die sieht im Vergleich zu der Aoki Webcam doch durchaus sehr, sehr matschig. Und ich habe hier jetzt noch das gute Licht an. Das Gute daran ist, die Kamera kostet wirklich wenig und der Ton, den du gerade hörst, ist aus der Kamera. Das heißt, diese Kamera rauscht tatsächlich nicht und du kannst das Mikrofon der Kamera benutzen. Das klingt auch gar nicht so schlecht. Und das ist ja dann eine Displayhöhe von deinen Lautsprechern entfernt, so dass hier keine Rückkopplung entstehen sollten zu den Lautsprechern und du damit quasi mit diesem Setup sehr gut mit Videokonferenzen oder an Videokonferenzen teilnehmen kannst. Ich schalte jetzt mal das zweite Licht aus. Und so sieht dann das Ganze auch mit dem Setting aus, wie bei der Aoki Webcam. Und du kannst hier nochmal sehen, dass die Kamera schon durchaus sehr, sehr matschig wirkt, aber definitiv besser ist als die eingebaute Kamera vom MacBook Pro. Diese Kamera hat Probleme mit Scharfstellen. Also wenn ich mich jetzt so hier hin und her bewegen würde, dann siehst du, wie der Scharfstellalgorithmus hier versucht, mein Gesicht scharf zu stellen. Und ich sag mal, das ist für so eine Kamera, die in diesem Preissegment ist, gar nicht mal so übel. Da gibt es definitiv auch teurere, die das schlechter können. Aber eigentlich sollte die Kamera einen festen Fokus haben und gar nicht versuchen, immer hin und her zu stellen. Vor allem, weil die gar nicht so scharf stellen kann. Besser wäre es gewesen, wenn sie einen Festfokus hätte und dann diese Hin- und Hergewackele nicht stattfinden würden. Dann gibt es hier noch ein Problem mit dem Weißabgleich. Also wenn ich hier so durchs Licht gehe, verändert sich einmal die Lichtstärke und auch der Weißabgleich. Das heißt, du hast ein unglaublich unruhiges Bild in deinen Videokonferenzen. Und auch wenn du dich bewegst, dann wirkt das Bild durchaus unruhig. Ich würde definitiv keine der beiden Kameras kaufen und ich werde diese beiden Kameras auch wieder zurücksenden und weitere günstige Kameras testen und dir dann später davon berichten, für welche Kamera ich mich dann entschieden habe. Ein kleiner Tipp am Ende, wenn du ein iPhone hast, da kannst du sehr schnell und sehr einfach das iPhone als Webcam benutzen und ich zeige dir jetzt einmal ganz kurz,
kurz, wie cool dann das Bild aussieht, wenn du dein iPhone als Webcam benutzt. Ja, und so sieht das dann aus, wenn du dein iPhone über WLAN sogar, nicht über Kabel gebunden, mit deinem MacBook oder Computer über eine bestimmte Software verknüpfst und dann als Webcam benutzt. Das Mikrofon ist tatsächlich jetzt sogar das aus dem iPhone. Also ich nutze beides, die Kamera und das Mikrofon vom iPhone. Das klingt nicht optimal, das klingt definitiv besser, wenn ich ein USB-Mikrofon an das iPhone bzw. an den Mac anschließen würde und dann das Ganze aufnehmen würde. Aber du siehst hier die definitiv bessere Videoqualität des iPhones und das Ganze über WLAN. Also ich habe es nicht mal über Kabel mit dem MacBook verbunden. Die Kamera ist viel schärfer und wenn ich mit der Hand rumgehe, dann bleibt der Weißabgleich. Und du siehst hier keine Scharfstellungsunterschiede. Fairerweise muss ich natürlich sagen, dass du einmal hinter die Kamera greifen musst und auf dein Gesicht scharf stellen musst, um dann eine feste Schärfe zu haben, sodass dann bei Änderungen von Objekten die Kamera definitiv nicht mehr anders scharf stellen muss. Du kannst die Backcam des iPhone verwenden, du kannst aber auch die Facecam des iPhone verwenden, selbst die ist besser als die eingebaute vom MacBook Pro, sodass du hier dann theoretisch dich auch sehen könntest und dann mit dem Finger auf die Position scharf stellen kannst, die du gerne scharf sehen möchtest. Ansonsten musst du ja dann quasi hinter das iPhone irgendwie greifen und versuchen, das Ganze zu treffen. Auf jeden Fall lohnen sich die 8 Euro hier zusätzlich auszugeben. Wenn du ein iPhone hast, dann ist das oder diese Lösung wirklich ideal für dich und du kannst sehr günstig eine sehr gute Webcam für deine Aufnahmen bekommen.